Huhu, Leute, ich bin Flascher, willkommen zu Let's Play Half-Life 2 Episode 2. Ja, Leute, wie sieht's aus? Was haltet ihr davon, wenn wir heute Alex retten? Das soll heute unser Ziel sein. Ich hoffe, ich verspreche gerade nicht zu viel. Denn ein kleines Stück ist es noch, bis wir endlich bei Alex sind. Ganz so extrem weit ist es natürlich nicht mehr. Aber ich habe beim letzten Mal, bei einem der letzten Videos, habe ich Schimpfe bekommen, weil meine Videos so lang sind. Keine Angst, Und Dr. Freeman, ich folge. ja, wenn einer was zu meckern hat, bin ich natürlich gerne bereit, das zu ändern beim nächsten Mal. Und ja, werde versuchen, nicht mehr so lange Videos zu machen wie bisher noch. Ja, da ist alles gut. Jetzt habe ich irgendwie gar nicht aufgepasst, was hier überhaupt passiert. Ja, schön. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt versuchen, nicht mehr so lange Videos zu machen, also 20 Minuten oder sowas, aber ich hoffe, wir schaffen es trotzdem heute hier irgendwie Alex zu... Oh! Alex zu retten. Oh. Das war klar. Ja, wir sind gerade einfach irgendwo runtergesprungen und waren dann auf einmal in irgendeinem Turm. Wow! Was ist hier los, Leute? Wir waren dann in irgendeinem komischen Wagen und sind hier einfach mal runtergesprungen. Wow! Eine Grube ist perfekt, ohne einen Freeman, der ausgeschaltet. Ja. Ja, wir sind hier einfach runtergeheizt mit unserem Auto und haben hier die ganzen Zombies kaputt gefahren und sind dann da runtergestürzt. Zum Glück ist uns nichts passiert, es kam noch voll viel hinterhergefallen, aber naja, wir gehen jetzt hier mal weiter. In der Hoffnung, dass nicht nochmal irgendwas passiert, womit ich nicht rechne. Da haben wir ein paar fiese Gegner. Ach, die scheiße ich gerade einfach mal, weil die sind eh gerade beschäftigt. Darum gehe ich jetzt mal rüber. Mit Zustimmung von Dr. Ja, uns einen Weg dorthin bahnen. Genau, wir wollen jetzt dahin, wo gerade die Endlines waren. Da ist nämlich so ein Stampfer. Hier irgendwo. Genau hier. Da ist dieser Stampfer. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, denn die Viecher kommen hier um einiges näher ran als noch in Half-Life 2. Wir sind ja damals wirklich extrem weit diesen Stampfer aus dem Weg gegangen. Das ist hier nicht mehr so. Die kommen hier trotzdem einfach ab und mal zu diesem scheiß Dampfer hin. So, hier werden wir noch ein bisschen zerwichsen. Und jetzt kommt noch endlich der Vortigon. Aber wenn wir hier im Prinzip einfach nur alles kaputt machen, das geht ohne zu sterben. Was ich aber gerade ziemlich gut hinkriege. Also das mit sterben meine ich. So. Ey. Mann, du kommst ja doch nicht runter, du Assi. Da in dem Loch drin. Was soll das denn? So. Gehst du nur weg? Gehst du ruhig? Also, oh. Oh, es hat geklappt. Sind jetzt hier noch welche? Also ich. So. Jetzt ist erstmal alles tot. Das ist schon mal sehr gut. Darum werde ich jetzt hier erstmal alles in Ruhe einsammeln, um mich auch wieder ein bisschen aufzuladen mit allem, denn gleich gibt es nochmal ein bisschen Action. Ich gehe hier erstmal nochmal hoch und sammle alles ein, auch wenn wir jetzt dadurch ein bisschen Zeit verlieren, aber egal. So viel Zeit sollte man haben, auch als Gordon Freeman. Oh, cool. So. Und dann holen wir hier diesen Fahrstuhl runter, irgendwie. Genau den. So. Der kommt jetzt da und während der runtergefahren kommt, könnt ihr euch denken, was jetzt passiert. Ja, ich habe den Fahrstuhl beschworen. Ja. Und wie sollte es anders sein? Es kommt überall Gegner. Natürlich kommen auch Endlines. Wo bleibt der Fahrstuhl? Der braucht noch ein bisschen. Sieht aber momentan noch alles gut aus, hier. Da ist er gleich da, der blöde Fahrstuhl. Ich habe auch nicht mehr so viel Shotgun-Munition, aber wurscht. Hier muss gleich auch noch eine Tür aufgehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich lasse den Vortigon mal möglichst lange kämpfen. So, warum geht jetzt? Oh ja, jetzt kommen sie. Der Fahrstuhl! Er sagt so, der Fahrstuhl! Und ich denke schon, der Fahrstuhl, und dann sagt der ist fast da. Toll. Ja, oh, jetzt. Schnell rein. Der Vortigon kann leider nicht mit, weil der Fahrstuhl zu
klein ist. Für so viele Leute. Er kämpft jetzt doch und wir können ihm ein bisschen helfen. Ich glaube aber, er macht auch trotzdem alle fertig. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht attackiert werden. Und der Vortigern müsste das da unten eigentlich alleine packen. Wir sehen jetzt, wo der Vortigern alleine ist, kommt so richtig von allen Seiten. Der nimmt jetzt aber hier so einen anderen Fahrstuhl, fährt also auch gerade nach oben. Es sollte also eigentlich alles gut gehen, wenn er jetzt gleich kommt. Aus, ja, der wird eigentlich nicht verfolgt, darum können wir jetzt mal die Munition und alles einsammeln. So. Gucken jetzt nochmal runter, wie das hier aussieht. Unten kämpfen Zombies gegen Antlion. Oh, der kann aber ganz schön hochspucken, der Typ. Wow. Was, wo wollte er gerade hin? Na egal. So, du machst mir jetzt hier erstmal das Tür. Wie sie unten weiterkämpfen, unserer Flucht nicht gewahr. Nun, dies ist alles sehr amüsant. Aber vergessen wir nicht unsere Aufgabe. Die Rettung von Dexmans. Genau. Dann mach mal auf, Kollege. So. Unten wird weitergekämpft, das stört uns aber nicht. Die sollen sich da ruhig zerfleischen. Das ist uns doch scheißegal. Wir gehen jetzt hier weiter, das ist das Wichtigste. Eine anrührende Szene, die Ruhe der Ewigkeit. Es besänftigt die Seele, nicht wahr? Was? Dieser Anblick besänftigt eine Seele? Was bist du denn für eine kranke Sau? Naja, egal. Ich sag da mal nicht zu. Und geh jetzt hier weiter. Hast du was gehört? Ja, Leute, darf ich vorstellen? Den Antlion Guardian. Wird nicht einfach sein. Den Antlion Wächter. Er ist somit das stärkste, den stärksten Antlion, den wir jemals treffen werden. Wir kennen ja bereits die Antlion Guards, die sind so ähnlich wie der Typ da. Allerdings war das jetzt eine stärkere Variante der Antlion Guardian. Der ist vergiftet, so ähnlich wie die Gifthead Crabs, also wenn er uns trifft. Kriegen wir Lebenspunkte abgezogen, die sich dann langsam wieder regenerieren und er kann jetzt momentan von uns nicht getötet werden. Also wir können ihn so viel beballern, wie wir wollen. Er wird einfach nicht sterben, wenn wir auf ihn schießen. Und im Prinzip ist das gleich einfach nur so eine Art kleine Verfolgungsjagd, die vor uns steht, weil wir ihn nicht töten können. Wenn man sich allerdings, das ist das Lustige, wenn man sich mit Sheets diese blaue Gravity Gun erschießt, dann kann man den auch töten mit einer Attacke. Man kann ihn dann einfach so einmal anschießen, dann ist er direkt tot. Aber mit anderen Waffen ist er momentan für uns nicht tötbar. Aber das werden wir gleich noch sehen, den Antlion Guardian. Ich kann euch dann auch noch eine ganz kleine Geschichte zu was anderem erzählen. Ein Luftzug trägt den Duft des Extrakts nach oben. Was wir suchen, liegt am Grunde dieses Schachts. Dieser Schacht führt hoch zum Raum, wo die meinen Alex Vance versorgen. Auf diese Weise könnten wir ihnen das Extrakt schnell bringen, vorausgesetzt wir reparieren den Fahrstuhl. Aber ja. Es sieht jetzt so aus, wir sind jetzt hier im Prinzip direkt unter dem Raum, wo Alex liegt. Also wenn wir da hochfahren, würden wir dahin kommen, wo Alex liegt. Und wir müssen jetzt im Prinzip nach ganz unten zum Fahrstuhl, nach da ganz unten. Und dann das Extrakt dahin bringen, sodass wir im Prinzip mit dem Fahrstuhl ganz schnell hochfahren können. Das ist jetzt noch... ein bisschen. Gut, Freeman. Wenn er den unteren Raum erreicht, muss er einen Weg finden, mich zu rufen. Also wir müssen jetzt im Prinzip alleine weiter nach ganz unten den Fahrstuhl aktivieren, dass der Vortigern runterkommt, das Extrakt holt und wir wieder hochfahren können. Jetzt nicht runtergeschubsen lassen. Das drückt uns weg hier, diese Luft. Allerdings geht das Ding zum Glück kaputt. Und macht uns gleich den Weg frei. Der Wächter darf nicht sterben, sonst ist das Extrakt dahin. Genau, und wir dürfen den Wächter nicht töten. Das Extrakt selbst ist nicht aus dem Wächter, allerdings hat der Wächter irgendwas mit der Produktion dieses Extraktes zu tun. Mann. Wir drehen das einfach mal. So, hier hin. Noch nicht. So, hier. So, perfekt, durch. So, und der hat irgendwas damit mit dem Extrakt zu tun und der Wächter darf wohl nicht sterben.
Was zu dem Antlion Guardian zu sagen ist, ist, dass eigentlich ein komplett anderer Gegner für diesen Antlion Guard geplant war. Eigentlich sollte hier der Antlion King kommen, also wirklich der König, der ultimative Obermotz. Wenn ihr mal ein bisschen auf Google rumguckt, werdet ihr auch ein paar Konzeptarts zu dem Antlion King finden. Ich glaube, der hieß Antlion King. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, der hieß so. Werdet ihr ein paar Konzeptzeichen zu dem suchen. Allerdings hat sich Valve dann aus irgendwelchen Gründen, die ich selbst nicht kenne, dann doch dazu entschieden, den Antlion King rauszunehmen und dafür den Antlion Guardian reinzusetzen. Darum kämpfen wir jetzt hier im Prinzip gegen einfach nur einen Antlion, einen Antlion Guard, der einfach größer ist und ein bisschen anders aussieht, aber sonst ist es ganz normaler Antlion Guard und wir können ihn halt momentan nicht töten. Und guckt euch mal hier an, wie es hier aussieht. Also der Antlion Guard Guardian scheint echt nicht gerade nett zu sein, so wie es hier aussieht. Und die Stelle hier macht jetzt eigentlich ganz gut Spaß. So, da muss ich mal kurz zurück, da habe ich jetzt ein bisschen Gift kassiert. Ja, die Stelle hier macht jetzt eigentlich Spaß. Ich gehe jetzt hier einfach rein. Wenn ich würde, würde ich dir eine Pferde geben. Leider ruckelt. Wieso habe ich denn jetzt daneben geschossen? Das war doch ein perfekter Treffer. Wie gesagt, wir können den Antlion Guardian nicht töten. Allerdings ist der Antlion Guardian ja relativ groß. Und kann halt nur in diesen großen Gängen hier rumlaufen. Und in den kleinen, wo die Larven drin sind, also in diesen gelben Gängen, also in den hier, da kann er nicht rein. Und das ist jetzt im Prinzip so eine Verfolgungsjagd. Der Guardian ist die ganze Zeit hinter uns her. Da ist er. Und wir müssen uns im Prinzip... Wir müssen uns vor ihm verstecken und immer hier schnell in diese Löcher reinflüchten. Er wird dann versuchen, zu uns hinzukommen, kommt er aber leider nicht und dann rennt er weg. Jetzt kommen auch keine Gegner, die wir bekämpfen müssen, und es ist wirklich nur der Antlion Guardian hier, den wir einfach möglichst ausweichen sollten. Es wird zum Ende hin noch relativ knapp. Da muss man so mehr oder weniger fast gegen ihn kämpfen. Aber wie gesagt, wir können ihn nicht töten. Und haben keine andere Wahl als hier einfach... Boah, hier sieht echt scheiße aus. Der kriegt dann echt Angst hier, wenn man das alles sieht. Und der Antlion... der schmeißt doch gerne mal mit Steinen. Geht einfach schnell hier durch. Hier rein, so. Und hier ist es auch wirklich mal angesagt, ab und zu mal die Sprintentaste zu benutzen. Mir ist bei meinem Half-Life 2 und Episode 1 Let's Play aufgefallen, dass ich so gut wie nie die Sprintentaste benutze. Hier ist das wirklich von Vorteil. Jetzt müssen wir hier den Guardian nach rechts locken. Der steht dann nämlich im Weg. Komm. Nein, hör auf mit Stein zu schmeißen und komm lieber hierher. Wir müssen jetzt im Prinzip hier um diesen Kreis locken, sodass er kommt, genau. Und dann schnell vorbei. Renn. Ja, schnell rein. Boah, das war knapp, ey. Da war er fast. Wow. Ja. Gar nicht so leicht hier, diese Stelle. Vor allem, weil gleich noch eine richtige Kackstelle kommt. Egal, wir gehen jetzt hier ganz schnell weiter. Oh, da hatte ich jetzt wieder einen kleinen Leck. Das war jetzt ein bisschen blöd, dass ihr das jetzt gerade nicht gesehen habt, wie ich vor dem weggerannt bin. Aber das waren nur 2 Meter. Ich war im Prinzip da. Da hat das Video aufgehört. Und ich bin eben schnell hier reingelaufen. Das war jetzt ein bisschen blöd. Aber... Ihr habt nicht viel verpasst, wie gesagt, nur 5 Meter ungefähr. Wo ist er jetzt? Wo ist er? Wir müssen auf jeden Fall jetzt schnell hier lang und da rein. Wow, da ist er sogar schon. Wow. Übertreibt er nicht, ey. Geh weg. Ey, ich hoffe, der trifft mich hier nicht. Okay, vergiss natürlich auch, er hat jetzt hier kaputt. Zum Glück kommt er hier nicht runter, also er kann hier nicht rein. Wir haben es jetzt im Prinzip die Stelle schon geschafft. Also die war jetzt, wie ihr gesehen habt, nicht wirklich schwer, wenn man weiß, dass man da wirklich sprinten muss und wenn man ungefähr weiß, wo die einzelnen Löcher sind, wo man sich schnell rein verstecken kann. Dann ist das gar nicht so schwer, wie ihr gesehen habt. So, hier ist jetzt dieser Fahrstuhl, den wir holen. Dr. Freeman, tief unten.
Genau, da oben ist irgendwo der Rotwand. Fahrstuhl, damit es weitergeht. Richtig. So, und wir müssen jetzt hier den Fahrstuhl aktivieren. Das können wir, indem wir hier drücken. Dann geht das Zahnrad daran. Aber links fehlt hier noch ein Zahnrad. Das müssen wir jetzt erst finden. Ja, ich habe euch eigentlich gesagt, wie wäre es, wenn wir jetzt heute den Alex retten. Allerdings hat gerade mein Wecker geklingelt. Das heißt, ich muss jetzt hier leider Pause machen. Hä? Ich muss jetzt hier leider Pause machen, wenn ich nicht wieder maßlos meine Zeit überziehen will. Aber wenn ich jetzt einfach weiter... Noch ein, zwei Minuten. Dann, ja, das, wenn ich jetzt einmal anfange, dann dauert es erstmal eine Zeit lang. Also jetzt ist es ein bisschen länger dann, was jetzt kommt. Darum lohnt es sich nicht, das jetzt noch weiterzumachen. Darum mache ich hier Pause und wir retten dann Alex einfach morgen. Die hat jetzt so lange durchgehalten. Den einen Tag kann sie auch noch da auf dem Tisch liegen und vor sich hin bluten. Frauen haben damit ja sowieso keine Probleme, einfach auszubluten und ohne daran zu sterben. Von daher machen wir das morgen. Wir sehen uns morgen. Ich sag tschüss, Leute. Bis dann.